Was nicht jeder erwartet, es gibt auf der Insel Föhr seit neuestem eine Whisky-Destillerie, die richtig guten Whisky macht. Ich habe den Inhaber Jan Hinrichsen getroffen und mir von ihm erklären lassen, was das Besondere am Föhrer Whisky ist. Los geht's! Die Insel Föhr hat eine der wenigen deutschen Whisky-Destillerien, nämlich Hinrichsens Farm and Destillery. Da stehe ich jetzt am Eingang der Straße. Da gehen wir jetzt mal zusammen hin. Das Besondere ist, der Whisky, den es hier gibt, den gibt es jetzt in diesem Monat August 2022 zum ersten Mal, also das First Batch, weil nämlich der Whisky 3 Jahre lang reifen musste und jetzt erst in den Verkauf gelangt ist. Wir kommen quasi rechtzeitig zum Verkaufsstart. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das da aussieht. Wir sind hier nun vor der Farm, vor Hinrichsens Farm and Destillery, und ich habe schon Kontakt mit dem Jan Hinrichsen geknüpft. Der ist spontan bereit, ein Interview für uns auf dem Kanal zu geben, und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Da stellt er uns nämlich mal vor, wie der Whisky hergestellt wird. So. So. Genau. Wir sind hier jetzt auch mal braun aktuell. Wir sind hier gerade bei 29 Grad, ja. Das abgekühltes Bier, und jetzt pumpen wir das hier gleich rüber, und hier haben wir schon eine Vergärung von heute Mittag. So sieht das aus, wenn das heute Mittag mit Hefekulturen beimpft ist, und nun vergärt das 4 Tage lang. Mhm. Genau, wir lassen das 4 Tage vergären, um eben ein bisschen schöne Fruchtnoten noch reinzukriegen und nussige Noten. Also je länger das vergärt, umso besser ist das für Fruchtigkeit des Produkts. Und das ist jetzt eben der zweite Schritt der Produktion, das ist hier quasi das Brauen und Vergären. Ja. Wenn das vergoren ist, nach 4 Tagen pumpen wir das in die Destille rein. Und da sind wir, ein so ein Behälter passt hier rein. Und wir machen quasi zweimal am Tag 900 Liter Whisky insgesamt. Entschuldigung, Bier. Ja, genau. Woraus dann 50 Liter Whisky am Tag werden. Das ist unsere Tagesproduktion. Ja. Und das hängt davon ab, wie viel Whisky wir ernten. Wir nehmen ausschließlich die eigene Gerste dafür und haben dieses Jahr 13 Hektar angebaut und hoffen, auf 50 Tonnen Gersten zu kommen. Und das reicht dann wieder für 8.500-9.000 Liter Jahresproduktion. Ja. Und das ist dann unsere, was wir, da sind das ganze Jahr quasi mit beschäftigt. Mhm. Also das kann ich mir vorstellen. Die Whiskys, die ihr habt, die haben ja Fassstärke, habe ich gesehen. Ne? Teilweise ja. Genau, also das den Cuvée, den ich hatte, der hatte 54,5. Ja. Ist ja eine sehr starke Aromatik, die dann auch mit rüberkommt. Genau. Plant ihr auch oder macht ihr auch Whisky in der Standardstärke von 40%? Also wir richten uns nur nach dem Geschmack. Das heißt, wir nehmen uns jedes Mal jede Abfüllung vor und setzen das so weit runter, wie wir es für richtig halten. Wir können nur so ein Produkt hier herstellen, wie wir es selber auch gerne trinken würden. Ja, absolut. Das finde ich eine sehr gute Einstellung. Genau. Und wir machen hier bestimmt kein günstiges Produkt, aber jeder, der hier mal eine Führung mitgemacht hat, versteht auch, warum das Tier seinen Preis hat. Genau. Das heißt, wir bauen hier an, auf den Feldern, melzen, hier haben wir den Malzboden. Das mache ich nächsten Montag, starte ich dann hier um 6 Uhr die Maschine. Jonas hat ja schon Gerste heute Morgen draufgepackt. Und dann lasse ich hier diese Maschine laufen und dann schalte ich aber noch die Beregnung dazu. Ja. Und die bewässert dann das Getreide, bis auf dass das Getreide 45% Feuchtigkeit hat. Und dann keimt das Getreide hier auf dem Malzboden. Und das machen wir eigentlich fast jede Woche aus circa 1,5 bis 2 Tonnen Gerste machen wir dann Malz. Das dauert dann eine Woche ungefähr. Und dann im Anschluss aus dieser Menge können wir dann circa innerhalb von 10 Tagen 400 Liter Whisky produzieren. Das ist so ungefähr das, was hier aus dieser Menge Gerste entsteht. Jetzt habe ich natürlich noch mal eine ganz grundsätzliche Frage. Wie kommt man darauf, auf Föhr eine Whisky-Destillerie zu gründen? Einmal suchten wir was, um hier quasi den Hof am Leben zu erhalten. Wir haben nur 65 Hektar und wir wollen hier nicht auf Größe setzen, sondern immer mehr von irgendwas machen, damit es dann immer noch lukrativ ist, immer mehr und mehr, sondern wir wollen hier aus dem relativ kleinen Hof möglichst gut die Sachen veredeln und bis zum Endverbraucher bringen.
So machen wir das auch mit den Schweinen und Kühen. Die werden hier komplett als Burger, Spare Ribs etc. komplett über den Hof vermarktet. Das Biofleisch habe ich auch gesehen. Biofleisch, ja, genau. Super. Und so wird der Whisky auch. Das ist ein Bio-Whisky nachher. Ja. Und das ist erstmal, wo wir uns Gedanken gemacht haben, war, wie verarbeiten wir am besten oder veredeln unsere Gerste. Mhm. Dann zweitens haben wir durch einen Zufall so ein Projekt gesehen in den USA. Mhm. Wir haben meine Tante besucht. Meine Tante melkt Kühe im Hudson Valley im Staat New York. Und auf der Nachbarfarm wird hier Whisky produziert. Und das war einfach Zufall, dass wir so eine Führung da erwischt haben. Aber das finde ich eine sehr schöne Kombination. Ja. Ich weiß von anderen Gesprächen, dass viele Förer gute Kontakte nach Amerika haben. Und dass ihr das da gesehen und kennengelernt habt und das so nach Föhr gekommen ist, finde ich auch lustig. Das ist quasi ein Reimport dann. Ne? So ist das. Diese Gruppe, die du da gerade gesehen hast von älteren Herrschaften, die kommen extra von Kiel, kommen hier extra angereist. Ja. Das sind Leute, die an dieser Kultur Interesse haben. Auswanderungsgeschichte, Kultur. Und das habe ich denen heute mit Whisky quasi im Zusammenhang heute mal erzählt. Ja. Und wir haben eben auch eine lange Auswanderungstradition in unserer Familie. Deswegen heißt es ja jetzt auch Farm. Mein Vater ist zum Beispiel gebürtiger Amerikaner gewesen. Ja. Also wir haben jetzt nicht die englischen Namen, weil es modern ist, sondern weil das hier einfach Sinn und Verstand macht bei uns. Ja. Also das, so ein Stück USA tragen wir schon auch in uns. Ja. Genau. Sehr schön. Also das finde ich ganz toll, wie ihr das macht. Oder was ist der Unterschied zwischen dem Single Cask und dem Cuvée, den ihr habt? Genau, Single Cask, jetzt haben wir die ersten beiden Abfüllungen ja gemacht, oder ersten drei vielmehr. Single Cask ist einmal das Fass Nummer 9 oder das Fass Nummer 11. Mhm. Da war vorher Olo Rosso drin gelagert. Mhm. Also es ist nur aus einem Fass quasi abgefüllt worden. Ja. Und das Cuvée ist ein Gemenge aus drei verschiedenen Fässern. Olo Rosso ist auch dabei, habe ich gesehen. Ja, genau. Also man kann ungefähr sagen, die Hälfte ist amerikanische Weiß Archimedium getoastet und dann ein Viertel Olo Rosso und ein Viertel Pedro Ximénez vorgelagerte Fässer. Genau. Und das ist ja jetzt ein Produkt, was erst jetzt auf den Markt gekommen ist, ganz neu. Ja. Nach 3 Jahren Lagerung, wir sind vor 3 Jahren angefangen. Und wir müssen einfach auch sehen in unserer Produktion, dass wir möglichst schnell ein gutes Produkt herstellen. Ja. Ich kann nicht 10 Jahre warten, bis ich guten Whisky habe. Dementsprechend haben wir die Produktion auch nicht typisch schottisch gemacht. Wir sind ja Friesen und müssen unseren eigenen Weg finden, denke ich mal. Absolut. Und wir destillieren zum Beispiel 4 bis 5 Mal, dass es schon sauber und weich ins Fass geht. Viele kleine Fässer kannst du hier sehen. Kleine Fässer heißt viel Holz pro Liter Alkohol. Genau, das sind die Quarter Casks. Genau, da hast du eine schnellere Reifung. Genau. Und dann haben wir hier eine hohe Temperaturschwankung hier oben. Das merkst du selber auch. Ja, stimmt. Das ist sehr warm manchmal. Ja. Oder das würde der Schotte auch nicht machen. Dadurch hast du natürlich mehr Verlust. Aber das nehmen wir gerne in Kauf, weil das beschleunigt auch noch ein Stück weit die Reifung. So der Bourbon in den USA wird ja auch oft so gelagert. Die wollen ja auch ein bisschen schneller ein gutes Produkt haben, sag ich mal so. Genau. Ja, außerdem ist der schottische Whisky ja geprägt von dem schottischen Boden, auch letztlich von dem Torf, sehr stark. Und das ist ja keine Nachahmung, das ist eine eigene Note, die euer Whisky hier hat. Genau, wir können hier, bin ich das ja oft natürlich gefragt, ist das jetzt ein Bourbon oder ein Scotch, den hier machen? Ich sage, nein, wir können hier nur ein Förderwhisky machen, wir nehmen hier nur das, was hier ist. Und als gutes Beispiel kann ich da noch kurz nennen, wir haben, als wir angefangen sind zu destillieren vor 3 Jahren, da hatte ich ja keine Ahnung, wie es funktioniert am Anfang, habe natürlich viel gelesen und auch viele Kontakte geknüpft. Auf jeden Fall beim ersten Mal destillieren, schmeckt der gut, riecht gut, aber was habe ich schon für eine Ahnung, ob das wirklich gut war. Dann kam hier ein Schotte vorbei, Bob Bales hieß der gute Mann, der war sehr wortkarg, der ist irgendwie nach Hause gefahren, nahm eine Flasche New Mag mit, also der klare Brand, und nach 3 Wochen kriege ich eine super E-Mail von ihm, die uns sehr aufgebaut hat. Er hatte das blind verköstigt mit seinem Whisky Club, blind verköstigt. Und die hatten dann schon maritime Noten im New Mag entdeckt, also nicht durch die Lagerung maritime Noten, sondern dadurch, dass wir sehr hohe Salzgehalte schon in der Gerste haben, weil es hier direkt in der Deich wächst, haben wir dann schon im New Make, haben die dann schon entdeckt, obwohl die nicht wussten, wo es herkommt. Toll, das war super. Ja. Und dann haben die noch eine Schulnote von 1,5 dafür gegeben. Also das hat uns sehr den Rücken gestärkt in dem Moment. Solche Momente brauchen wir genau ab und zu, damit wir quasi hier, damit wir Mut behalten. Seid ihr schon in der Whisky Bible von Bill Murray? Nee. Das wird dann aber Zeit, dass der das auch mal. Ich habe da mal ein bisschen Kontakt geknüpft, die eine Ansprechperson, die würde ich gerne mal besuchen. Die ist jemand in Deutschland, eine Frau,
Und die hat, also wir haben schon Kontakt zueinander. Das ist gut. Also vielleicht kann das ja mal nochmal losgehen. Das denke ich auch. Vielleicht letzte Frage, wenn man euren Whisky kaufen möchte, muss man dann zu euch kommen, was sowieso zu empfehlen ist aus meiner Sicht, weil es wirklich eine sehr schöne Farm ist und ein schönes Erlebnis hier zu sein. Aber wenn man jetzt oder man hat was gekauft, ist zu Hause, Flasche ist leer. Wie komme ich an Nachschub? Genau, wir machen gerade jetzt unseren Online-Shop nochmal neu, dass er ein bisschen professioneller ist. Der wird, denke ich, in den nächsten 10 Tagen freigeschaltet, wo der Whisky jetzt auch noch verfügbar sein wird, hoffentlich dann. Also auf hinrissens-farm.de wird man dann auch auf den Online-Shop kommen. Und wir haben ja jetzt auch wirklich nur Kleinstmengen am Anfang. Also das erste halbe Jahr, was jetzt zu verkaufen ist, von ersten halben Jahr Produktion, sind wirklich nur 700 Liter insgesamt. Ja. Von daher, das ist natürlich auch hoffentlich auch schnell verkauft. Ja, ich bin sicher, dass es schnell verkauft ist. Ich würde mich gleich daran beteiligen, an dem Verkauf. Genau, wann gibt es die nächste Charge dann? Ja, das wird dann nächstes Frühjahr sein. Nächstes Frühjahr. Wir müssen jetzt, wenn wir da mal wieder ein bisschen gechillter werden, wir da so im September, Oktober, dann ist dann der Tourismus ein bisschen weniger. Dann müssen wir uns hier wieder an diesen Tisch setzen und dann müssen wir wieder anfangen, die Fässer zu schmecken. Und danach geht es dann. Also es geht danach, dass wir wirklich im Winter wieder anfangen zu testen bei den Fässern, bis wir da was gefunden haben, wo wir sagen können, jetzt machen wir die neue Abfüllung fertig. Genau, ja, das ist wunderbar. Vielen Dank, ich wünsche euch viel Spaß beim Testen. Ja. Ich beneide dich ein bisschen darum. Ja. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, zum nächsten Batch. Vielen Dank für die echt interessanten Informationen. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Should all the acquaintance be forgot and never brought to mind? Und ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich habe mir die kleinste Größe mal gekauft. Der Hofladen ist sehr nett. Man kann reingehen, dort auch was essen. Man kann auch Burger essen dort. Ja, aber leider ist das Wetter heute ja wirklich extrem schlecht. Es regnet in Strömen und das die ganze Zeit. Und das macht nicht wirklich Spaß, weil man sich draußen gar nicht aufhalten kann. Also wir schwingen uns jetzt wieder in unsere, zumindest von außen, völlig nassen Regencapes, von innen teilweise auch schon nass, und versuchen jetzt halbwegs trocken noch nach Hause zu kommen, zum Stellplatz. Ihr ahnt es schon. Es ist nicht bei dem kleinen Fläschchen geblieben, sondern ich habe dann doch noch auch noch eine große gekauft und die ist inzwischen ein Jahr später ausgetrunken. Wir haben mit Freunden Whisky degustiert und waren begeistert vom Whisky der Insel Föhr von Jan Hinrichsens Farm Distillery. Ich hoffe, dieses Jahr bekommen wir Nachschub. Wir fahren nämlich wieder mal auf die Insel Föhr. Das ist für uns immer ein herrlicher Entspannungspunkt auf unseren Reisen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da und drückt Abo und Glocke, wenn ihr das nächste Video der Sommerserie nicht verpassen wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Ingmar.